Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Tech World 2 mit dem Merisa Let's Play. War es richtig? Misera. So? Misera, ne, oder? So, Misera. Misera. Misera, okay. Mit dem Misera Let's Play. Misera. Ach, Misera. Warte. Misera, so, ne, oder? Ja, genau. Also mit dem Misera Let's Play. Und mir Game of Games HD, wir spielen Tech World 2 weiterhin und immer noch zu zweit nur. Sven wird irgendwann bestimmt dazukommen, aber nicht jetzt, weil ich den halt noch nicht gefragt habe. So, du kannst auch nochmal Hallo sagen. Auch einfach, ja, hallo. Auch einfach zu sagen ist Sephiroth, weil Misera ist ja so die Gruppe von uns. Ach, Sephiroth, okay. Weil, stimmt, ist halt so eine Kombination. Normalerweise war halt erst Misando, Sephiroth, Reaper. Ja. Aber Reaper ist im Moment so zeitlich sehr begrenzt, sag ich mal, und macht auch sein CMB im Moment an einem Internat. Und hat deswegen nur Zeit für sein CMB. So, wir haben im Moment mehr Zeit, sag ich mal. Und deswegen ist nur wir zwei eigentlich, und dann ist vor kurzem Yannick noch dazugekommen, also was heißt vor kurzem, schon etwas länger. Okay. Ist dann auch dazugekommen und ja, jetzt sind wir wieder zu dritt, Gott sei Dank. Also wir wollten auch immer nur zu dritt sein. Fanden das irgendwie scheiße, nur zu zweit zu sein, irgendwie, keine Ahnung. Ja, wir sind im Moment zu zweit. So, vielleicht kommen irgendwann Leute, so ein paar Freunde, vielleicht machen die irgendwann mit uns mal auf einem Kanal irgendwas mit. Ich habe wieder die Hintergrundmusik vergessen, einen Moment, Leute. Ah, ja, die habe ich auch in der letzten Folge total vergessen. Ich mach die jetzt einfach mal schnell. Ja, ich bin auch gerade dabei. Ich glaube, ihr seht auch gerade, was ich gerade hier so eintippe. So. Bei mir nicht. Bei mir sieht man eigentlich gar, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da. Doch, ihr müsst noch Minecraft sehen. So. Ja, bei mir irgendwie das. Also, ne, der. Hier. Na, egal. Minecraft halt. So, habe ich. Ja, ich habe endlich diesen Rubber Tree Sapling bekommen. Sehr geil. So. Musik ist an. Müsste jetzt gleich anfangen. So, schon viel besser, wenn irgendwie so stille, peinliche Stille entsteht. Ja. Dann ist die Musik da, um uns zu retten aus dieser Stille. Was für Musik nimmst du? Kennst du den Kanal, YouTube-Kanal Circle of Alchemist? Nee. Die haben immer Musik für Gronkh und Sarazar gemacht. Immer so halt. Ah, okay. Und ich hab mir halt durchgelesen, wollte die mal selber mal fragen, ob ich mal ihre Musik benutzen kann. Und dann habe ich so einen Kommentar gelesen, wo die das so beantwortet haben bei jemand anderem. Und die haben gesagt, ja, halt einfach nur in die Beschreibung unseren YouTube-Kanal packen, ne, von wo du die Musik hast. Das mache ich auch immer, wenn ich die Musik dann von denen laufen lasse. Und ich habe mir noch ein bisschen andere Musik geholt, zwar nicht von denen, so, weiß ich nicht. Kennst du Ungespielt? Ja, ne? Ja, aber mag ich nicht. Ja, auf jeden Fall, der hat ja dieses Intro, ne, und da ist ja halt dieses, ich gucke den auch nicht so oft, aber auf jeden Fall, der hat ja dieses Intro, und da ist diese Musik dabei, das habe ich dabei, und von LP mit Kev, da habe ich auch seine Intro-Musik, die lasse ich gerade laufen im Hintergrund übrigens. Ah, okay. Ja, ich habe hauptsächlich immer, oh, ich merke gerade, ich habe auch gar keinen Sound an, sehe ich gerade, warum auch immer. Ach ja, weil es geregnet hat, deswegen, das war immer so eklig, Regen ist eklig. Regen ist echt. Liegt einfach daran, dass ich seit Windows 3.11 am Zocken bin. Das ist noch vor Windows 95. Das war mein erster Rechner, Windows 3.11, das ist schon krass. Nee, aber wie gesagt, ich benutze immer die Musik von KST Beats. Also auch einfach okay. Link in die Videobeschreibung packen und dann passt das. Mhm. Und das ist halt nicht so nervige Musik, also noch so nerviges Gesinge dabei oder so. Weil das finde ich immer ganz blöd, wenn dann irgendwie anfängt im Hintergrund jemand zu singen. Ja, weil ich das immer total irrittierend finde. Scheiße, die Monster spawnen langsam, ne? Hallo, hier ist ja auch dieser Inventory Tweaks, ne? Der Mod. Ja. Der ist ziemlich geil. Der ist mega gut. Hallo. Fuck. Durch diesen Inventory Tweaks lassen sich auch Gott sei Dank endlich mal die wie heißt die Scheiße? Die Türen stacken. Gott sei Dank. Soll aber jetzt auch in der Dingens 1.8 passieren, ne, dass man das so machen kann. Ja, gibt auch jetzt Abbau-Animationen, ne? Echt? Für Schilder und für Truhen und so weiter. Ah, okay. Oh mein Gott. Okay, wo bin ich denn jetzt? Anscheinend nicht in deinem Bett, sonst wäre es schon lange hell. Ja, ich wollte gerade wieder zurücklaufen, weil ich gerade die Sepplinge alles geholt habe, aber. Piss dich! Okay, so. Schwein, was machst du hier? Ja, mit dem die Schweine werde ich mir gleich mit dem Single-Use holen. Ey, voll geil! Der Zombie hat einen Zombie-Head gerade gedroppt. Voll geil. Passiert sonst nie eigentlich in Minecraft Standard, oder? Nee, nicht wirklich, sogar. Aber du kannst das hier sogar per Verzauberung, glaube ich, machen.
Echt? Ich glaube, Wuppal, ja, ich glaube, das müsste funktionieren. Bin mir da nicht 100% sicher. Wo ist denn jetzt mein Scheiß raus? Boah, ey, ich hab voll die geile Idee, was ich jetzt mache. Ich stell vor mein Haus, so eine kleine Säule und dann den Zombie-Kopf da drauf und so ein Schild da drunter so, wenn ein Schritt näher und du bist tot. Da musst du aber noch eine Sentry-Gun hinterstellen. Von dem Portal-Gun-Mod. Ah, okay. Boah, scheiße, Alter, die Zombies. Verpisst euch. Scheiße, wie kommt denn hier? Ich weiß nicht, wo ich bin. Verpiss dich. Ich hab mal Attack on the B-Team gezockt und das ist der Hammer, ey, ohne Witz. Macht das Spaß? Da findest du so viele Erze, ist der Hammer. Also okay. Diamanten ist da wertlos. Boah, Alter, bei mir ist gerade hier voll die Zombie-Apokalypse. Aber ansonsten macht eigentlich auch Spaß, ja. Okay. Ah, ich bin jetzt bei dir. Oh lol, wie bist du... Wie bin ich denn hier hingekommen? Ah, ich war... Boah, Alter, wenn die am Zischen sind. Ach, ich bin hier, okay. Ja, du bist einfach geradeaus weiter. So, komm her, Zombie, ich mach dich fertig, ey. Piss off. Boah, ich bin kaputt, Junge. Mein Gott, Alter, wir sind voll das gute Team. Übrigens, was ich noch in der letzten Folge sagen wollte, aber wozu ich nicht angesprochen habe, was ich nicht angesprochen habe, wir haben uns halt im TS unterhalten gerade, so, ne, und wir haben uns unterhalten und dieses neue Projekt, was bald auch kommt, da haben wir uns ganz drüber unterhalten und so ein Typ hat uns halt zusammengebracht halt. Und der hat mir halt gesagt, ja, wie alt soll denn dein Partner so sein? Ich so, na, keine Ahnung, ne, 15 ist gut, ne? Der so, okay, mach ich hab hier einen, ne? Ich so, ja, cool, okay. Da hat er mir die Kontaktdaten geschickt, da haben wir uns unterhalten, da hab ich gefragt, ja, wie alt bist du eigentlich? Und dann sagt er einfach mal so, Kevin, ja, 21. Geil, Alter. Ich bin 16, Leute. Und ich verstehe mich mit einem 21-Jährigen, ja, versuch das mal, Alter. Die Reaktion auf jeden Fall von dir war mega gut. Ja. Der Typ hat mir gesagt, dass Kevin nämlich 15 Jahre ist. Ja, man sieht's. Ziemlich krass, wie 15 Jahre du bist. So. Ja, ist schon heftig, auf jeden Fall. So. Hast du schon Gehege zufälligerweise? Gehege? Ne, hab ich nicht. Ja. Oder ja, ein Schwein bei dir in der Nähe? So gesehen. Ja, bestimmt irgendwo so im Wald. Ja. Weil dann will ich. Ich glaube, die Musik ist zu laut ein bisschen. So. Gib mir das. Sehr schön. So, das ist gut. Jetzt wird's lustig. Jetzt muss man aufpassen, was ich jetzt mache. Was machst du? Ja, ich komm mal zu dir. Ich geb dir so ein kleines Willkommensgeschenk. Weil du ja auch Essen brauchst und so weiter. TNT. Nee. TNT. Jagd ist alles in die Luft. Hier, das ist mein Willkommensgeschenk. Es ist übrigens die zweite Folge, Leute. Jetzt ist Kevin nicht mehr so nett zu mir. Ja, genau. Jetzt kriegt er eigentlich auch nichts mehr. Das ist das letzte so, deswegen kriegt er jetzt TNT. Also ich lasse das jetzt in der Farm so aussehen und dann soll er halt gleich einen Knopf drücken, damit alles automatisch getötet wird und dann ist es halt so. So, kommst du mal kurz raus? Einen Moment, ich baue nur noch die Decke schnell. So. Hallo. Hallo. Ich bin also frei gewesen. Guck mal hier. Ich habe hier was in der Hand, ne? Siehst du, glaube ich, ne? Ja, okay. Lol. Das ist ein Ei? Das sind so Single-News Safari-Netz. Damit kannst du Gegner transportieren oder auch Verbündete oder also als Schwein und so weiter kannst du damit transportieren. Wie geil. Die kannst du halt nur einmal verwenden. Multi-Use wäre besser, aber wie gesagt, die kannst du jetzt halt paaren lassen. Ich glaube, mit Karotten. Ja, mit Karotten geht das, ja. Karotten. Ja, dann hast du jetzt schon auf jeden Fall mal drei Schweine. Eins ist verletzt. Creeper! Fuck, Alter! Scheiße! Dass deine Schweine nicht daran geglaubt haben. Nein, Schwein nicht abhauen! Piss dich! Nein, Schwein! Na rein! Okay, warte! Du schiebst die Schweine rein, während ich die Decke. Oh, fuck! Nein! So, während ich die Wand hier wieder reinzimmer. So. Nein, die Schweine! ein Schwein ist raus. Ja, du hast noch zwei Schweine, sind noch drinnen. Noch alles okay, alles noch im grünen Bereich. Vor allem habe ich noch so Farinet-News, da kann ich noch mal einen verwenden. Oh gut. So, verdammt. Scheiß Creeper, ey, Mann. Ja, die sind echt blöd. Ja, nee, Schwein, du kommst hier raus. Fick dich, du bist ausgebrochen, du stirbst jetzt. So. Ja, eben. Rotzt aus. Wie gesagt, wenn du Karotten brauchst zum Fortpflanzen, komm bei mir vorbei. Aua, okay, ja, klar. Bitte.
alles noch automatisiert und so weiter. Ich glaube, was auch cool ist, kann ich dir mal kurz geben, dass du den Blog, wenn du möchtest. Aber ich gehe erstmal pennen. Noch ist er nett, Leute, noch ist er nett. Noch, aber bald gibt es richtig was auf Fresse hier. Da mache ich, da gibt es kein Pardon mehr. Ja. Mache ich mir Nano-Saver und dann wird er weggerotzt. So, wo brennen denn hier die Leute? Hier brennen wir um mich herum. So, was mache ich denn jetzt? So, Moment, ich brauche. Was brauche ich denn jetzt? Ach, das wollte ich geben, genau. Ja, komm, brenn doch schneller, du Sackgesicht. Es gibt irgendwie auch einen Mod, wo Creeper nicht explodieren damit. Hab ich mal gehört. Ja, gibt es tatsächlich, sind auf Servern drauf meist. Ja. Ich glaube aber, das ist kein Mod, sondern ein Plugin schon für extra für Server gedacht. Es ist, glaube ich, Bucket. Ja, Bucket, meine ich ja. Das kann sein, dass es das ist. Weißt du, was cool ist? Dieser Block hier, der ist richtig geil. Wenn du irgendwas bauen willst, nimm den hier. Ein bisschen. What? What the fuck? Dieser was Block hier, denn? Den kann. Ach so! Hä? Was macht denn der? Zum Beispiel Zylinder-Mode, also heißt, wenn du jetzt zum Beispiel so bist, dann siehst du halt Zylinder. Ja. Wenn du Shift-Rechtsklick machst, dann bist du jetzt im Kobi-Mode, das heißt also kastenförmig. Also, ja, okay. Ja, also heißt Würfel. Dom, also heißt sowas hier, das will ich auf meinen Haus halt drauf bauen. Okay, warte mal. Und das ist halt Triangel, Pentagon, Hexagon. Ach so, und die gibt mir halt so eine Form, wie ich das bauen sollte am besten, oder? Genau. Wie? Und oh, halt geil. Sphäre, dann wenn du das rund halt haben willst, irgendwas. Boah, auch sehr cool. Die Form sieht geil aus. Ich glaube, die mache ich ja, also wie gesagt, so ein Haus mache ich mir, glaube ich. Mal gucken. Ja, wenn du möchtest, ich kann es erstmal stehen lassen. Ja, danke. Oder kann man das denn abbauen, so einfach? Oder? Ja, ja, das kannst du einfach abbauen. Hast du denn schon so eins, oder? Ja, kannst du haben, wenn du möchtest. Die sind nicht teuer. 8 Glas und eine Fackel. Ah, okay. Ja, okay. Ja. Das ist ich echt. Ich mache mir irgendwann selber einen, dann kannst du den wieder haben, wenn du willst. Ja, ja, ist keine Eile. Ach ja, dann. Siehst du nie wieder. Ja, ist kein Problem. Wie gesagt, ich hab. So. Theoretisch könnte ich mir noch einen machen, sag ich mal so. Ja. Also wäre jetzt kein so ein Ding. So. Ich muss aber jetzt hergehen. Ich brauch Wasser, 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 Wasser. So. Da muss ich jetzt. Ich glaube, ich baue mir noch eine endliche Wasserquelle und nehme das da raus, weil ich habe keinen Bock, die ganze Zeit so weit zu laufen. So, was kann ich noch alles? Zack. So ein bisschen das Eisen, so, dann brauchst du eine Kiste noch. Ja, wie gesagt, also hier in dem Modpack wird's echt empfehlenswert, wenn du halt so guckst, dass du so ein bisschen zumindest dich darüber informierst, weil das ist schon, was das kann, ist auf jeden Fall schon heftig. Mhm. Kann einiges. Ich weiß gar nicht, kann ich das auch hier oben machen? Eigentlich müsste ich das auch hier oben machen können, wegen der obwohl, ja doch, geht. Dürfte fit gehen. Also man kann hier sogar eine unendliche Energiequelle bauen, aber die will ich mir irgendwie nicht bauen, weil die ist dann doch ein bisschen cheatmäßig drauf. Okay. Aber wenn du, wie gesagt, wenn du möchtest, kann ich dir dann zeigen oder sagen, wie das dann funktioniert, dann kannst du die gerne bauen. Na, hat noch alles seine Zeit. Wenn wir gerade erst angefangen. Wir haben gerade erst angefangen. Ist ja noch. Wir haben gerade erst angefangen, ja. Ich bin auch jetzt, also jetzt bin ich schon, glaube ich, in der 12. Folge ungefähr. Und das war eine zweite Folge, wir haben also 10 Folgen Unterschied so ungefähr. Ja, ja, aber ich werde auch nach einer Zeit irgendwann nicht aufnehmen. Wie gesagt, du kannst auch alleine aufnehmen, also hier dürfte es ja eigentlich keine Regeln so gesehen geben. Ach, ja dann. Wow, wie machen wir nochmal TNT? Wie war das? Ach, Sand und Sprengpulver, so. Gibt hier was Besseres, gibt hier eine Nuke. Ach, und, ja, stimmt. Atom- wie kann man aus Uran machen, ne? Uran stimmt. Ja, genau. Obwohl, Uran brauche ich im Moment, ja, Uran, Barren kannst du es, glaube ich, machen. Ja. Obwohl, Uran brauche ich im Moment, später brauche ich das auf jeden Fall. So, weil ich will mir nämlich mit dem Bienenmod halt, der hier drauf ist, möchte ich mir halt diese Diamantenbienen holen. Ja. Die sind ja schon mega OP, ne, würde ich mal so sagen. Ja, stimmt. Oh Gott, hab ich Scheiße gebaut. Jetzt mach ich erstmal eine Farm hier an mein Haus ran. Ja, wieder Scheiße gebaut, der Junge. Hab ich gut Scheiße gebaut. ich hab richtig Kacke gebaut. Oh ja, geil, ohne Spaß. Bei mir läuft. Lass mal nur eine endliche Wasserquelle machen. Das ist auch gerade das, was ich gerade gemacht habe. So, läuft richtig. Das Scheiße ist das doch. So, zack. So. Also jetzt weg jetzt. Gleich aus, ohne Spaß. Gleich gibt's Schläge.
So, 15 Minuten sind bei mir oben. Ja, ich hab's gehört. Hast du gehört? Ja. Ja, das ist mein Term. Gut, ja, dann du kannst jetzt gerne die Absage machen, wenn du willst, weil ich habe hier die Ansage gemacht. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und schaut mal bei dem Gamer vor Games AD vorbei. Boah, richtig, Alter, richtig gut gemacht. Ja, ich bin krass, Alter. Ja, ohne Witz, ey. Und ja, ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und guckt auf jeden Fall bei dem Mire... Scheiße. Warte. Miresa Let's Play. Misera. Misera Let's Play vorbei, wusste ich sofort. Ich wollte dich nur testen. So, schaut einfach auf dem Misera. Scheiße. Doch, Misera. Ja, schaut einfach bei dem Bosshaft-Kanal vorbei. Ja. Link in der Beschreibung. Ich habe heute eine Folge mit Farid Bang aufgenommen. Ist schon ziemlich cool, meine Freunde. Achtet da auf jeden Fall mal eine Runde drauf. Okay, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.